Dann habe ich da die Schafgarbe. Es ist ja so ein gefiedertes Pflänzchen. Die Schafgarbe, die ist ein Bitterkraut und die stärkt die Leber und die Galle, wirkt antibiotisch und keimhemmend, blutbildend, entzündungshemmend, beruhigend als Tee, ist auch ganz super. Und ich schneide sehr gern in einen Salat hinein. Ist auf alle Fälle super gesund. Dann ganz ein typisches Unkraut fast ist der Löwenzahn, aber auch der ist super gesund. Kann man die Blätter direkt so in einem Salat verwenden. Die Löwenzahnblätter, ihr kennt es, das sind da diese Blätter mit dem gezackten Rand, deswegen der Name Löwenzahn. Und spätestens dann mit der Löwenzahnblüte erkennt ihr ganz genau den Löwenzahn.